So, ach Mann, warte mal, so warte hier jetzt. So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Irgendwie regnet es schon die ganze Zeit. Guck mal, der Ramses hat eine Glatze. Das ist der Crazy O. Seht ihr, so. Der nervt die ganze Zeit mit seiner Musik. Und dass er immer zu hin und her läuft, wenn man gerade raidet. Und ansonsten ist alles voll cool, ne? Das heißt, wir suchen jetzt gerade Giovanni. Denn wir wollen das Krypto Mewtwo abholen. Dazu müssen wir noch Giovanni besiegen. Gestern habt ihr gesehen, wie ich die drei Rocket-Bosse besiegt habe. Habt ihr euer Team reingeschrieben, was ihr gegen die Rocket-Bosse nehmt? Dann schreibt jetzt mal euer Team rein, was ihr gegen den Giovanni nehmt. Und wir melden uns gleich zurück, wenn wir den Giovanni gefunden haben und dann mal gucken, ne? Fünftes Kapitel, sechstes, Belohnungen. Im fünften gibt es noch kein Pokémon. Ich hoffe auf Krypto Mewtwo im... Mann, wo bleibt der denn wieder? Da ist er doch. Guck, alles wird gut. So, wir melden uns gleich zurück bei Krypto Giovanni, genau. Gut. So, wir sind jetzt angekommen hier in der Schlosspark-Passage. Ihr seht, mein Regirock läuft schon neben mir rum. Hier ist Giovanni. Hose hochziehen ist auf jeden Fall auch wichtig. Na? Wir wählen mal wieder unser Team aus, was wir die ganze Zeit genommen haben mit... Wir probieren es mal mit Regirock. Regirock hat die ganze Zeit noch gar nichts gemacht jetzt. Das heißt, wir nehmen Regirock. Wir nehmen wieder Kyokre. So, das Best Buddy Ding, was kein Best Buddy ist gerade. Und das Despotar mit Katapult und Steinkante. Irgendwie sieht das Bild gerade richtig komisch aus. Wir versuchen es einfach mal, Giovanni. Mal gucken, ob wir es im ersten Anlauf schaffen. Er benutzt ein Snobilikat, wie immer. Was natürlich vom Typ normal ist. Da würde Lucario natürlich effektiv sein und gut Schaden machen. Ich habe es bisher aber immer auch gut geschafft, mit Regirock das Snobilikat zu plätten. Denn meine Moves sind schnell geladen. Snobilikat braucht meistens etwas länger. Ein Schild muss ich immer verbrauchen, und zwar das. Schafft dann meistens aber das zweite Schild rauszulocken und noch eine Steinkante durchzubringen. Mal gucken, ob wir das jetzt auch schaffen. Da hören wir auch noch spannende Musik im Hintergrund, ganz leise. Die Autos sind eh lauter als alles andere. So, einfach fabelhaft. Was immer noch nichts bringt, jetzt eine Steinkante noch durchhauen. Dann müsste das auf jeden Fall passen. Passt zur Daumenbewegung. Wenn wir Glück haben, schaffen wir sogar noch eine Steinkante. Brauchen wir aber eigentlich nicht. Schaffen wir trotzdem. Da kriegt ihr Sachen, die ihr gar nicht wollt. Kriegt ihr noch hinterhergeschmissen. Für die Leute, die immer Probleme mit Giovanni haben, gönnt euch einen Regirock. Ich feiere das immer noch. Ihr seht, beide Schilde raus. Zweimal die Attacke noch durchgebracht. Richtig gute Sache, noch eine Steinkante hinterher, also der macht hier drei Steinkanten, insgesamt fünf Steinkanten, drei Treffen, ist nicht effektiv, aber ich würde sagen, wir holen gleich das Kyokre raus und gucken mal, was das Kyokre macht gegen das Kangama, nicht viel, aber uns egal, es ist auch nicht effektiv gegen uns, wir dürfen zuerst mit dem Surfer angreifen, das müsste also auch hinhauen. Einmal den Move durchgebracht, es ist auch schon fast tot, wir haben noch ein Schild, das heißt, wir schilden seinen Move, wenn er einen macht. Wir werden das mit den Quick Moves niederstrecken und den Surfer auf das dritte Pokémon geben. Das dritte Pokémon ist das Mewtwo, hoffe ich. Und einen Fehler habe ich zwar gemacht, ich habe das Katapult-Steinkante-Despotar rein. Es wäre aber sinnvoller gewesen, ein Biss-Knirscher Mewtwo reinzunehmen, wenn ihr das vorher wisst. Ich wollte das jetzt aber mit meinem bestehenden Team probieren. Deswegen muss ich jetzt das so nehmen, wie es ist. Ich hoffe auch, der schafft den Surfer nochmal, ja. Jetzt greift er bestimmt gleich an, dann muss ich mit dem Gesteinsdespotar noch draufhauen. In der Hoffnung, da noch einmal die Attacke durchzubringen. So. Das sieht eigentlich gut aus, es hat kaum noch Energie. Wir sind zwar jetzt tot. Wir kommen rein, aber er macht bestimmt gleich seinen Move. Nee, er kommt gar nicht dazu. Er konnte seinen Move nicht mal machen. Das heißt, mit dem normalen Team haben wir es sogar geschafft, haben das
Mewtwo besiegt, haben Giovanni besiegt, haben alles besiegt. Das heißt, wir können durchdrücken, können jetzt das Snowbillycat fangen. Das ist ja das Wichtigste an der ganzen Sache. Die Musik. Nee, es gibt gar kein Snowbillycat. Es gibt jetzt direkt das Mewtwo. Und jetzt habe ich nicht auf das Wetter geachtet. Wir wollten es doch eigentlich bei windigem Wetter, wollten wir das doch fangen. Jetzt müssen wir es halt so fangen. Wir nehmen auch mal hier gelbe Beeren. Meiner Meinung nach bleiben die immer noch beim ersten Ball drin. Die legendären Krypto-Pokémon. Das heißt, ihr könnt ruhig eine gelbe Beere nehmen. Es ist auch drin im ersten Ball. Das ist richtig genial. Wir müssen es jetzt nur mal bewerten, wie es aussieht. 6 Bonbons mitgenommen. 927 ist halt nicht so krass. Die Werte können sich aber sehen lassen. 14, 11, 14. Das heißt, wir könnten einen 15, 13, 15 draus machen. Ist mir aber zu schlecht. Ich glaube, ich werde das auch so lassen, wie es ist. So, was wollten wir noch machen? Wir wollten die anderen Pokémon ja eigentlich auch mal kurz bewerten. Das heißt, wir gehen mal hier zurück zu euren. Mit Ammonitas haben wir ja vorhin angefangen. Also in der letzten Folge. Wir bewerten die einfach mal kurz durch, die wir gemacht haben. Bei den Rüpeln, bei den Rocket Bossen, die wir gekriegt haben. Ob da noch eins dabei ist, was wir zu einem 100er machen können. Ob eins dabei ist, was vielleicht schon ein 100er ist. Sieht nicht so aus, nee, ist alles Mist, ist alles Quatsch. Auch hier nichts, nichts, nichts. Und das Mewtwo am Schluss, das Mewtwo war auf jeden Fall das Beste. Da müssen wir jetzt das Kapitel noch abschließen können und am Ende noch das 6. Kapitel, die Belohnungen abholen. Guckt euch den Crazy O an, der steht immer noch hier, der freut sich. Was machst du die ganze Zeit? Ich schreibe. Aha. Und trinkt, schreiben und trinken. Das sind die zwei schlimmsten Sachen im Leben, die ihr machen könnt. Wir holen jetzt hier die Belohnungen. Wir holen hier nochmal den Staub ab. Wir holen noch die TMs ab. Und im letzten Kapitel müsste es auch einfach nur Belohnungen geben, die wir auch abholen. Hier 2, 2, 2. Wunderbar. Da ist noch einer. Was ist das? Erstmal alle gucken. 20 Hyperbälle. Eine Top-Lade-TM. Die ist richtig genial. Und das war die Spezialforschung mit Krypto Mewtwo. Habt ihr die auch gemacht? Habt ihr die auch geschafft? Da sitzt noch ein wildes Victini, ne? Guck, ne, ist ein Sesokids, war Spaß. Habt ihr die auch geschafft, die Spezialforschung? Wie gut war euer Mewtwo? Was für ein Team habt ihr genommen für Mewtwo? Werdet ihr euer Mewtwo erlösen? Lasst ihr das so, wie es ist? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.